Augen tief. Nein, machen wir mal so ganz gerade. Oder mal so ein bisschen so. Ja, keine Ahnung, was das jetzt für einen Effekt hat. Nasenbreit. Boah, nee. Nasen. Machen wir mal so eine ganz ollen Zinken dahin. Breit, Höhe. Ja, das sieht auf jeden Fall realistisch aus. Okay. Weiß jetzt gar nicht, was noch schlimmer aussieht. Auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass er nicht hier gut atmen kann durch die Dinger. Was Effekt denn, was verstärkt in diesem, naja, machen wir mal so, weil sonst gucken wieder die Zähne durch. Ah, komm, den Mund lassen wir jetzt mal so. Sommersprossen auch von mir aus. Gehen wir mal zur Kleidung. Ich will mich jetzt nicht zu lange damit aufhalten. Wie wär's denn mit sowas hier? Nee? Ah, nee. So ein Hugh Hefner Umhang. Willkommen der Playboy-Menschen. Nein. Outfits, was haben wir denn hier? Ja, das Übliche. Ich weiß ja nicht. Ja, es ist doch nicht so cooles Ball, wie ich dachte. Oho. Oder wir machen einfach sowas. Ja. Und jetzt die Hose. Ja, das passt ja wie Faust aufs Auge. Oder wie Arsch auf Eimer oder wie auch immer. Und dann nehmen wir noch so zerfledderte Schuhe. Ja. So ist das richtig. Abendkleidung. Nee, er kommt ja jetzt nicht aus einer Rocker-Gang, oder? Nö. Auf jeden Fall egal, was er anhat. Er sieht scheiße aus. Yeah, Blade. Er sieht irgendwie aus wie von Blade. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen schwarzer kriegen. Und das schaffen wir. Obwohl, das ist vielleicht schon zu schwarz, oder? So. Ist das hier auch nochmal schwarz? Oder noch etwas dunkler, so. So, das wollte ich machen. Dann die Hose. Nächste Kategorie, die Hose. Nein. Sowas auch eigentlich nicht, aber hier gibt es ja nichts Gutes. Ja, und dann wollte ich jetzt eigentlich gerade irgendwelche Stiefel nehmen, aber die gibt es dann natürlich auch nicht.
Mir läuft schon wieder die Nase. Wartet mal ganz kurz, bitte. So, beim Schlafen. Beim Schlafengehen trägt er eine andere Frisur. Naja, von mir aus. Oder vielleicht ist das ja die Frisur, die er unter seiner Kappe hat. Seiner komischen Mütze. Sportkleidung. Was wird denn hier raus? Ach, irgendwie. Ist jetzt nicht alles so der Burner, würde ich mal sagen. Thema. Machen wir doch mal Thema. Was finden wir denn hier so? Nein. So eine alte Bomberjacke hier, das wäre auch was. Oder wir machen einfach überhaupt kein Thema. Kann man das wieder wegmachen? Natürlich nicht. So. Kriegen wir das denn jetzt noch irgendwie hier braun so ein bisschen? Ja. Das kriegen wir wohl hin. Das hier irgendwie schwarz? Oder in so einem komischen Kackweiß? Ach, ist mir auch egal. So, die Hose. Die Hose. Natürlich sowas. Was denn sonst? Ja, also wenn, dann muss das mit Blumen sein. Finde ich. Hier. Wenn das sind, die sind, die ich suche. Nee. Oder? Machen wir mal sowas. Das hier kriegen wir das auch blau hin. Ja, und das hier kriegen wir bestimmt auch noch weißer hin. Und das gelbe kriegen wir bestimmt auch noch weiß hin. Oh. Das gelbe natürlich, nicht das blaue. So. Und das hier machen wir mal ganz schwarz. Nee. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich glaube, das hier machen wir mal grau. Oder hellblau. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Ja, genau so. Das finde ich gut. So als Badehose, auch wenn es Sportkleidung ist. Natürlich trägt er dann solche Schuhe dabei. Und Badekleidung von mir aus. War halt die gleiche Hose. So. Merkmale. Technikfeindlich. Wo haben wir es? Technikfeindlich. Wollte ich immer schon machen. Und. Da. So. Oh, poor Nico. Ah, jetzt kam auch endlich die Animation dazu. Und dann hätte ich noch gerne mag keine Kinder. Dum, 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 dum. Wo? So, 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 so. Hier muss es doch sein, oder? Mürrisch. Genau, hier drüber. Mag keine Kinder. Hundefreund, Katzenfreund. Machen wir Künstler, oder? Oder ja, nein, Künstler. Ah, irgendeine Begabung muss er ja haben. Ja. Wollte gerade ranzoomen, aber das geht ja so nicht. Geistesabwesend, das muss er auf jeden Fall sein. Und ein Feigling. Ja. Die Sachen lassen wir von mir aus alles stehen. Ich glaube, wir nehmen mal so eine ganz dunkle Stimme. So, Raimund.